Und Konnichiwa und herzlich willkommen wieder zum Play-by-E-Mail Nummer 39 mit mir, dem Captain. Ich spiele Civilization 6 Rise and Fall und ich befinde mich in Runde 52. Frisch zurück von der Ziflan mit neuen Erkenntnissen und neuen Informationen. Ja, auch über dieses Spiel, denn es waren auch Mitspieler dabei, nämlich Lancelot war mit da und es war auch Aristobulus mit da. Dementsprechend mal ein kleines Update. Lancelot und ich haben natürlich ein bisschen mehr besprochen hier bezüglich unserer gemeinsamen Zusammenarbeit und wie wir Frankreich in Schach halten wollen oder zumindest klein, naja, klein halten nicht, aber wie wir Frankreich in Schach halten wollen. Und als nächstes hatte ich auch mal mit Aristobulus gesprochen, der irgendwo wahrscheinlich hier drüben sein muss, wegen England. Und jetzt gucke ich gerade mal auf die Loyalität. Ne, Laventer hat noch da, also muss er noch weiter weg sein. Ne? Er kam ja mit einem Bötchen hier entlang gefahren und hat mir aber leider nirgendwo auf meine Anfragen mehr geantwortet. So, aber... Achso, ja, und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und ich bin ein bisschen beunruhigt, denn er scheint wohl doch relativ schnell direkt auf Steigbügel wohl zu gehen. Zumindest sagte er mir, dass er das in 14 Runden hat. Dann vernachlässigt er natürlich sämtliche anderen Sachen. Ja, Katze, genau, liegen bleiben. Dann vernachlässigt er natürlich sämtliche anderen Sachen. Aber hat dann vielleicht ganz schnell diese Ritter. Und mit 48 Stärke sind die schon auch eine Gefahr für meine Städte hier. Und da Aristobulus auch ein sehr gewiefter Spieler ist, würde ich mal sagen, ich müsste sicherlich in gewisser Weise in 15 Runden hier in diesen Städten irgendwie auch zusehen, dass ich die Stadtmauern hinbekomme. Denn ohne... Ja, nur mit den Rittern wird er eine Stadt mit Stadtmauern auf Stärke 30 zwar vielleicht bekommen, aber mit einem hohen Preis und ich könnte sicherlich antworten. So, jetzt Mizi, jetzt lass mal die Pfoten hier und lass mich weiter spielen. So, nicht die F-Tasten drücken, ne? Gut. Ja, ist ja gut. Och, da will aber jemand. Hat mich jemand am Wochenende ganz doll vermisst und muss jetzt unbedingt dauerbeschmust werden hier. So, aber machen wir weiter. So, Ereignisse. In diesem Spiel, okay, Wohnraum in Sendai. Wo ist denn nochmal Sendai? Sendai ist hier oben. Ach so, die hat Stufe 4. Die hat jetzt Stufe 4 gekriegt. Ja, ist ja gut, Katze. Und steht damit ein Wohnraum... entfernt und wächst dementsprechend nur noch langsam, aber immerhin noch in 6 Runden, weil es halt so gute Felder sind. So, und deswegen machen wir das so. Genau, und damit hat die Stadt hier zumindest... Ja, ist gut, Katze. So, 9,9 Produktion. Und du kannst auch gleich anfangen, hier das Lager zu bauen. Wenn das in 5 Runden fertig ist, dann habe ich zumindest das Lager schon mal so weit fertig, um möglichst schnell hier auch Reiter bauen zu können in 5 Runden. Ja? Dann kann diese Stadt nämlich auch noch ein bisschen was an Reitern in die Welt setzen. So, ich habe einen historischen Moment, weil ich einen Reiter ausgebildet habe. So, aber nicht als erster. Das haben halt schon andere Reiter gemacht. Und der ist hier, dieser Reiter. So, und deswegen kann der gleich mal hier rüberkommen, denn der soll ja nicht nach Frankreich gehen, sondern am besten wirklich noch hier oben nach Russland. Denn Russland gefällt mir nämlich gar nicht, was da so passiert. Russland hat hier oben Sansibar jetzt bekehrt. Direkt bei mir eine Stadt bekehrt, die jetzt anfängt, 1, 2... 3, 4, auf diese 4 Städte hier zu drücken, was nicht schön ist. Und deswegen muss ich mit meinem Missionar jetzt dem was entgegensetzen, dass der Druck entsprechend ausgeglichen ist. So.
Dieser Missionar geht nämlich jetzt mal hier hoch. Und dann kann der nächste Runde Fukuoka machen. So. Der Handwerker geht mal dahin, dass er da dann auf die Schokolade, auf den Kakao gehen kann nächste Runde, um den fertig zu machen nächste Runde. Und dann habe ich hoffentlich nächste Runde auch den Gesandten, den ich hier in Laventa einsetzen kann. Oh, da fehlt ja der von China. Damit bin ich in Laventa jetzt wieder. Oder nee, nicht wieder. Bin ich in Laventa jetzt mit zwei, derjenige, der vorne ist. Okay, wunderbar. Das ist doch sehr schön. Denn damit kann ich wirklich dann diesen Kolossalkopf kriegen. So, und den Kolossalkopf, der gibt ja auch viel Glauben. So, dann gucken wir uns nämlich den mal gerade an. Kolossalkopf, da unten ist er. Na, es wird nur mit einem L geschrieben, passt. Gibt plus 2 Glauben erstmal per se und gibt plus 1 Glauben für alle 2 angrenzenden Regenwälder oder gibt plus 1 Glauben für alle angrenzenden Wälder. Kann nicht auf Schnee oder Hügeln gebaut werden. So. Wenn ich den also jetzt hier baue, gibt es schon mal für diesen Wald 2 plus den einen, macht plus 3, heißt 2 Nahrung, 1 Wissenschaft und dann 5 Glauben, was natürlich optimal ist. Und ja, bis dahin ist die Stadt auch groß genug, glaube ich, dass er auf Stärke Stufe 3 kommt. Ja, Mizi, und jetzt langsam tust du mir weh. Und ich werde zornig, so wie du dich hier aufführst. Jetzt lass es. Hör auf. So, genau. Hör auf. Du. Okay. Okay, was noch? Hier habe ich noch den Händler stehen. Der lief nach Kyoto das letzte Mal und hat halt Geld und Produktion und Nahrung gemacht und hat natürlich noch zusätzlich 0,5 Glauben verbreitet und den schicke ich jetzt aber nach Sansibar und frage mich, warum kriege ich denn jetzt hier von Sansibar 0,5 orthodoxe Ostkirche? Aber warum kriegt Sansibar von mir den Druck nicht? Komisch, sollte doch eigentlich andersrum auch funktionieren. Sechs von Bezirken, 4 von anderen Bonusen. Aber Sansibar ist optimal und wir kriegen jede Menge Geld dazu und haben jetzt 26 und wir kriegen vor allen Dingen einen Gesandten noch mehr dazu. So, dann, was ist jetzt passiert? Rana hat eine Vereinbarung gefordert. Und jetzt kommt irgendwas, wo ich glaube, Hundepriester meint, dass er irgendwie das witzig findet oder was. Er hat jetzt wieder diesen Scheiß eingestellt, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas fordert. Was soll so ein Schwachsinn wieder? Also, ich glaube, irgendwie ist er ein bisschen dumm, würde ich mal meinen, ne? Aber das ist halt wahrscheinlich Hundepriester. Der macht wahrscheinlich so einen Schwachsinn. So. Naja, den Handelsposten habe ich auch. So, und ein Krieger wurde von Barbaren angegriffen. Gehen wir mal hier in den Westen. Der hat mich angegriffen. Die zwei haben nicht angegriffen, aber leider schaffen sie es offensichtlich auch nicht, ihn anzugreifen. Ich werde mich jetzt hier auch verpissen, und zwar auf den Hügel. Und dann sollen die halt ihn da vielleicht doch angreifen. Aber werden sie wahrscheinlich wieder nicht packen, ne? Also vor Einheiten wegzulaufen, darin ist wohl der Römer richtig gut, ne? Okay, gut. Was haben wir noch? Große Persönlichkeit darf ich jetzt auswählen. Jetzt darf ich sie endlich auswählen. Ich darf den großen General Boudica auswählen. Gibt mir plus 5 auf meine Kampfstärke und plus 1 Fortbewegung auf meine Landeinheiten und ja, bringt angrenzende Barbareneinheiten unter eure Kontrolle, wenn ich ihn mal aufgeben müsste. So, kann ich also rekrutieren und den stelle ich schon mal gleich hier in die Mitte, denn ja, den stelle ich hier gleich mal in die Mitte. So, zack.
denn dann gilt er für beide Einheiten, für die und in Zukunft auch, weil in dieser Stadt ist ja die Bibliothek fertig geworden, hat sogar, oh, das habe ich ja jetzt erst gesehen, man sieht sogar den Überschuss jetzt hier, 75 von 60, 15 Überschuss gab es sogar und die gehen jetzt sofort hier mit in den Reiter. Und weil hier die Nahrung ist, so gehst du jetzt mal darüber. Dann dauert es zwar 8 Runden anstatt 5 Runden, aber nächste Runde ist ja eh dann nur 6 und dann wächst es eh schon langsamer. Dann kann ich auch gleich die Produktion hier direkt mitnehmen. So, bleibt aber trotzdem bei 3 Runden und geht nicht schneller. Schade. Und na, große Persönlichkeit hat noch einen Zeitalterpunkt gemacht. So, wo darf ich jetzt noch was produzieren? Ah ja, in der Hauptstadt. Genau, da wird nochmal ein Reiter eingestellt. Und dann haben wir 1, 2, 3. In 3 Runden haben wir 3 Reiter. Und dann können die nämlich auch da hochflitzen, so gut es geht. So, Einheit noch benötigt. Ah ja, hier oben ist noch einer. Na, 3 Runden noch, dann sind die weg. Dann kannst du so. Alles klar. Gehst du mal hier zurück zu Sansibar, damit der dann auch möglichst nahe dort ist. Blöde orthodoxe Ostkirche, muss man nicht sagen. Und du Speer, du kannst mal hier die Küste entlang gehen. So, und dann zack, zack. Kannst du eigentlich jetzt... Ah nee, du kannst noch nichts. Dir fehlt noch einer, um was Besonderes zu machen. Aber damit du mal hier die Küste entlang gehen kannst, um zu schauen, irgendwo müssen ja die englischen Städte sein. Was fehlt noch? Ah ja, hier unten der Siedler für die nächste Stadt. Ein weiter. Und der Krieger geht auf dieses Feld, damit hier auch ja nicht irgendein Vieh da zu nahe an den Siedler kommt. Wenn der jetzt hier auftaucht, dann können die beiden nämlich hier meinetwegen schön gegen den Krieger sich abreagieren. Ah ja, noch der Speer. Mein Speer im Hinterland von den Franzosen. Hier ist nichts. Dann gucken wir mal, was da oben ist. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen entdecken, was da so ist. Damit wir auch wissen, was der Franzose so macht. Ja, ich glaube, viel mehr gab es da nicht. Ich habe noch eine Änderung gemacht, die mir halt noch jetzt erst aufgefallen ist wieder. Ich kann ja ein paar Sachen anpassen. Zum Beispiel kann ich den hier rüber setzen. Dann verliere ich hier zwar ein Glauben und ein Wissenschaft, aber die kann ich ja in dieser Stadt jetzt nehmen, indem ich die jetzt belege und dadurch gewinne ich insgesamt einen Glauben mehr und habe 40,5 Glauben pro Runde. Das finde ich sehr schön und kann dann im Prinzip hier weiter, ganz normal weitermachen. So, geht doch alles einen Gang. 40 Glauben, 26 Nahrung, Geld, nicht Nahrung, Geld, 22 Kultur, 28 Forschung, alles im grünen Bereich. So, nur China hat 4 Forschung besser als ich. Russland liegt bei 22 Forschung, das ist auch schon recht gut. England 19 und Frankreich hat, ich sehe es hier nicht, 11 Technologien immerhin, genauso viel wie ich. Hat aber wohl scheinbar, keine Ahnung, ein bisschen weniger Forschung. Deutschland hat 14. Ja, da muss der dazwischen sein. Hat er wahrscheinlich 15 oder 16 oder irgend sowas. 5,9, 7,6. Ja, tut sich nichts hier. Frankreich 9,4 Kultur nur. Das ist schön, dass das so wenig ist. Deutschland 9,8. Das ist nicht so schön, dass es wenig aber ist. Dann bleiben sie halt da hinten stehen. Victoria 11,5. Peter 11,4 und ja, China und Japan beide mit 22,8 und ich sogar mit 8 Tourismus pro Runde. Militärwert, mein Militärwert, nee, das ist der von China, 406, ich dachte schon, mein Militärwert steigt. Mein Militärwert steigt auch, aber erst nächste Runde, 162 habe ich jetzt. Und dann wird er wahrscheinlich der Wegfall durch die Reiter dann kompensiert werden. Ja, 1905, Russland 100, Frankreich 96, trotz Schwerti, okay. Und Trajan 214. Also,
Der Römer scheint zu rüsten. Glauben 14,7 zu 40 zu 4 zu 2 zu 2 zu 1 zu 0 zu 0. Okay. Ja, achso, forschungsmäßig habe ich noch umgestellt, genau. Eine Runde wollte ich die Eisenverarbeitung noch anforschen, damit ich dann auch wirklich mal umschwenken kann innerhalb von einer Runde, wenn ich die Eisenverarbeitung brauche, um Einheiten auf den nächsten Level zu bringen. Zum Beispiel diese hier, ne? Sollte es zu einem Krieg wiederkommen, der gegen Russland innerhalb von 5 Runden wieder verfügbar wäre, dann sollte das vielleicht sinnvoll sein, hier auch eine Schwerti-Einheit zu haben. Ja, ein Bogenschütze und dem, ja, die sollten hier ja schon ein bisschen aufräumen können mit dem Schwerti, ne? Okay, ich denke, das wär's dann auch schon wieder. Ich habe schon wieder 16 Minuten lang rumgeschwafelt und verbleibe damit jetzt. Und wir sehen uns in Runde 53, wenn es weitergeht bei den Japanern. Sayonara.